brennende Mülltonnen und fliegende Steine, heftige Ausschreitungen in Australien. Am Rande einer Militärwaffenkonferenz in Melbourne kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen hunderten Antikriegsdemonstranten und der Polizei. Es ist keine einfache Situation für die Beamten, die versuchen, die Teilnehmer der Land Forces International Expo zu schützen. Laut Medienangaben werden 24 Beamte verletzt. Sie müssen medizinisch versorgt werden. 39 Demonstranten werden wegen Straftaten wie Körperverletzung, Brandstiftung und Straßenblockaden verhaftet. Nicht nur die Beamten, auch Polizeipferde werden angegriffen. Es fliegen außerdem Steine, Pferdemist und Tomaten. Aufnahmen zeigen, wie Demonstranten pro-palästinensische Parolen rufen und palästinensische Flaggen schwenken. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, dauert noch bis Freitag an.